Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biodiversität. Ja, wir sind nach längerer Pause bei Folge 19 und die Pause war nicht nur aus kreativen Gründen notwendig, sondern auch aus dem Grund, dass sich in der Kladistik einiges getan hat. Das hat auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Es wurde einiges umgeworfen, selbst hier bei unseren Tachyklosidae, wo wir heute hinkommen werden. Die zwei, also diese und das nächste Video, sind noch mit der alten Kladistik. Ab Video 21 zu dem Thema werde ich aber die neue verwenden. Werde aber, weil wir jetzt halt gerade hier drin im Thema sind und ich das nicht, ich sag mal, rausnehmen möchte, so parallel ein bisschen dazu was sagen. Aber das dürfte, glaube ich, erst beim Video 20 kommen. Und ja, das Video hier wird relativ kurz, denn wir befassen uns, wie ihr seht, nur mit den Ameisenigel, der Tachyklosidae, und zwar erstmal nur mit der Gattung und einer Unterart. Und wir fangen wie immer mit einer Wiederholung an, beziehungsweise hier lohnt sich eine Wiederholung, ist ja einiges an Zeit vergangen. Und zwar geht es um die Taxonomie der Säugetiere, der Mammalia. Und da sagen wir als Wiederholung, der Ameisenigel ist ideal an seine Umgebung angepasst und hat die Besonderheit, dass er zu den Säugetieren zählt, jedoch nicht lebendgebärend, also vivipar ist. Was an sich sonst für Säugetiere ja üblich ist. Ihre Stacheln machen sie als Beute unattraktiv, sodass sie kaum Fressfeinde zu fürchten haben. Einteilung der Ameisenigel ist in die Kurzschnabeligel, Tachyglossus acculeatus, das ist eine Art. Und dann gibt es eine Gattung, das heißt, es gibt mittlerweile zwei Gattungen. Das sehen wir dann im nächsten Video. Langschnabeligel und dann den Riesenschnabeligel, der hat eine eigene Gattung bekommen. Aber wir bleiben erstmal bei der Kladistik, bei Zaglossus, den Langschnabeligeln. So, beim Kurzschnabeligel, Tachyglossus acculeatus. Der Kurzschnabeligel kommt in ganz Australien und Südostneuguinea vor und erreicht ein Gewicht von bis zu 7 Kilogramm bei einer Körperlänge von 53 cm. Ist also eher klein. Wichtigstes und namensgebendes Merkmal ist die bis zu 7,5 cm lange Schnauze, die deutlich kürzer und geradliniger ist als jene der Langschnabeligel. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal besteht in ihren Stacheln, die sind nämlich deutlich länger und dichter angeordnet. Bei den Kurzschnabeligeln sind immer alle 5 Krallen deutlich ausgebildet, während bei den Langschnabeligeln meist die vierte oder fünfte Kralle zurückgebildet ist. Sie kommen sehr häufig in ganz Australien vor, sind also auch nicht gefährdet und ihre bevorzugte Nahrung sind Insekten, vor allem deren von Larven und Eiern. Ihr Magensaft hat einen neutralen pH-Wert von 6,2 bis 7,4 und eine beeindruckende Fähigkeit des Kurzschnabeligels besteht darin, dass er seinen Herzschlag von 60 auf 12 Schläge pro Minute drosseln kann, also um 80% reduzieren kann. Und das bedeutet natürlich auch, mit geringerem Stoffwechsel sinkt auch der Sauerstoffverbrauch. Und daher kann er gut tauchen oder bei Vergraben der Erde oder bei Bränden kann er gut überleben und trotzdem noch atmen, weil er halt weniger atmen muss. Aufgrund ihrer geringen Fähigkeit zur Thermoregulation sind Temperaturen über 34 Grad Celsius kritisch und können zum Tod führen. Deswegen ist er auch eher ein bisschen höher angesiedelt in Bergregionen. Und sie haben eine wichtige ökologische Rolle, da sie einen Großteil der Erde umgraben und so auflockern. Ja, wie gesagt, diesmal ist es relativ kurz geworden. Das waren nämlich nur die Kurzschnabeligel. Die Langschnabeligel machen wir jetzt gleich beim nächsten Video, bei Biodiversität 20. Und für mich war es sehr wichtig, dass ihr auch die Ankündigung von mir bekommen habt, dass es jetzt eine Umstrukturierung gab. Und ich denke allerdings, ich kann das dann ab Video 21 so fortführen, dass es nicht so chaotisch wird und trotzdem noch wir in der neuen Kladistik ein bisschen, sag ich mal, rüberschwenken, ohne dass das, was wir bisher gemacht haben, zerstört haben. So, wie gesagt, ich hoffe, es war interessant, freue mich und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage, macht's nicht gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal und habt viel Spaß. Tschüss!